Blutgrube. Ein Riesenapplaus für Nuncio und Webster. Du bist gerade Turniersieger geworden, wie fühlt sich das an? Ja, ist ein unglaubliches Gefühl, aber ich muss auch sagen, wir sind in das Turnier eingestartet als Favorit und dass wirklich so leicht wird, habe ich mir nicht gedacht, aber im Endeffekt haben wir das ja souverän entschieden. Mit wem hast du zusammen gespielt? Mit Nuncio, also wir harmonieren nicht nur am Fußballplatz, sondern auch außerhalb haben wir viel zum Tun und ja, von dem her war das eine einseitige Geschichte. Würdest du sagen, dass du den Nuncio da durch das Turnier getragen hast? Ja, ich würde sagen, was das ist auch nicht nur am Fußballplatz. Ich muss ihn öfter mal am Rücken hinten mitschleppen. Aber das machen wir gut, das funktioniert gut und das hat man da auch beim Turnier gesehen. Danke vielmals. Danke. Ja, der zweite aus dem Siegerteam, der Josef Weberbauer, hat uns gerade verraten, dass er dich quasi durchs Turnier trägt und auch am Fußballplatz immer wieder mittragen muss. Was kannst du dem entgegnen? Ja, der Webs ist kein einfacher Typ, muss man sagen. So muss man wissen, wie man mit dem umgeht. Also von der Selbsteinschätzung natürlich, Selbstvertrauen ist sehr hoch einzuordnen, aber ich glaube, ich habe das recht gut gehandelt und habe das Beste aus ihm und noch dazu das Beste aus mir aussagen können. Also du würdest so sagen, du bist nicht nur zum Fußballspielen beim GRK, sondern auch zur Pflege und Weiterentwicklung vom Josef Weberbauer. Genau, ja. Vor allem das Team. Wir sind ja im Paddeltennis auch aktiv und ich glaube, das funktioniert recht gut, wenn man mit Josef perfekt umgehen kann. Wie geht man perfekt mit Josef um? Ist das dann eher so Kindergartenerziehung oder dann doch schon Volksschule? Das ist jetzt wirklich eine schwere Frage. Also wahrscheinlich ein bisschen aus beiden. Wunderbar, danke schön.